1545. Dies ist Sengoku Jidai, das Zeitalter des Krieges. Seit 200 Jahren herrschen die Ashikaga-Shogune von Kyoto aus. Sie besaßen Herrlichkeit und Macht. Die übermächtigen Clans sind ungehorsam geworden. Es ist an der Zeit, dass ein neuer Kriegsherr zum Shogun wird. Doch wer wird siegreich sein? Die Länder der Date haben unser Volk immer reichlich versorgt. Unsere Feinde sind zahlreich und missgünstig. Sie bedrohen unsere Grenzen und halten Ausschau nach jeder noch so kleinen Schwäche. Wir sind anders als die anderen Clans. Wir sind stark, unabhängig und mutig in der Schlacht. Unsere Krieger sind gefürchtet. Ihr Geschick mit dem Nodachi ist einzigartig. In der Schlacht versetzen sie den Feind in Angst und Schrecken. Bishamon, der Kriegsgott, ist erwacht. Nun ist es an der Zeit, unsere Feinde zu besiegen. Alle werden sich vor dem Date-Clan verneigen. Wir werden nicht länger warten. Das Schicksal ruft. Wir sind die Date. Einst beherrschten wir die nördlichen Gebiete Honshus. Doch nun steht unsere Macht auf dem Spiel. Tanemunes Plan, seinen jüngsten Sohn mit einer Uesugi-Prinzessin zu verheiraten, hat unseren Clan gespalten. Tanemunes Erbe, aufgebracht durch die Pläne seines Vaters für seinen jüngeren Bruder, hat unsere einflussreichsten Gefolgsmänner unter seinem Banner versammelt. Sie kämpfen nun, um die Date unter seiner Herrschaft zu vereinen. Tanemune muss sich für das Zerwürfnis, das er unserem Volk gebracht hat, verantworten. Ist er besiegt, müssen wir uns dem Wiederaufbau dessen, was diesem Kampf zum Opfer fiel, widmen, was auch die Wiederherstellung unserer Macht im Norden mit einschließt. Der Mogami-Clan, der unseren Zwist zur eigenen Machterweiterung genutzt hat, stellt die größte Bedrohung dar. Die Eroberung Ugos im Westen wird ihnen Einfluss nehmen. Wir haben eine konfliktreiche Geschichte mit den Hatakeyama im Süden. Daher sollten wir nicht zögern, ihnen die Provinz Miyagi zu nehmen. Sie ist reich an hochwertigem Eisen und wird unser militärisches Potenzial steigern und uns begehrte Handelsgüter bringen. Aber mit größerem Einfluss ist uns der Zorn Kyotos so gut wie sicher. Es gibt für uns keinen Grund, uns den Launen des Shoguns zu unterwerfen. Und sollte er leichtfertig genug sein, gegen uns zu marschieren, wird er die Date bereit finden, für ihre Macht und Unabhängigkeit zu kämpfen. So, und damit herzlich willkommen zu der normalen, Shogun 2 Total War Kampagne. Und ja, was ist denn hier los? Wir müssen den Kerl mit dem epischen Namen hier die Rebellion niederschlagen. Tanemune, ja, das ist schon mal ein geiler Name. Daimyo Shogun werden, okay. Der militärische Herrscher, ja, soll er. So, das müssen wir jetzt nicht anhören. Die Berater habe ich eigentlich ausgeschaltet. Ich weiß nicht, warum die jetzt kommt, aber ja, egal. So, das ist denn hier dieser Kerl. Vier Einheiten, aha. Tja, wir haben fünf. Dann wollen wir das mal hinter uns bringen, damit wir uns dann wichtigeren Dingen zuwenden können. So, was haben die denn hier so? Ja. Dann wollen wir das mal machen. Und ich werde versuchen in der Kampagne, ich werde es machen,
Ich werde alle Schlachten noch selber spielen, weil es ist ja langweilig so. Das kann ja sonst jeder. So, wir sind hier Date, Yoshi, Nori, ja. Die heißen, ja, die haben gleichen Vorher, ja, die heißen ja immer Viren-Clans, ja, stimmt, ja. Aber der hat immer noch den geilsten Namen. Also, echt, das ist einfach genial. Tanne, Mune. Naja. Ich muss mich auch nochmal entschuldigen für die Lags in der ersten Folge vor 2 Tagen von Rise of the Samurai. Tja, das hatte etwas mit dem geringen Speicherplatz auf meinem Laptop zu tun. Also es tut mir echt leid, aber ich habe jetzt einiges gelöscht. Das müsste jetzt ja eigentlich super laufen. So, wir spielen hier auf den I-Wartefeldern. Okay. Wie war's? Hier unten immer diese klugen Sprüche. Manchmal sind das irgendwelche Sprüche zum Spiel, die eigentlich total sinnlos sind, weil es so offensichtlich ist, was da steht. Manchmal hier auch sowas. Aha. Ja. Okay, da das Wetter trocken ist, müssen wir jetzt hier nicht unbedingt warten, das ist sinnlos. Also können wir auch eigentlich gleich jetzt die Aufstellung starten und dann geht's jetzt mal los. Ja, so, was haben wir hier so? Ja, okay, sieht ganz gut aus. Dann machen wir die mal nach ganz vorne, die billigeren. Etwas stärkeren dahinter, die können gleich so stehen bleiben. Und dann ziehen wir hinter die Bogenschütz. Die machen wir mal diese offene Formation. So, die hier vorne haben nämlich noch so eine Spezialfähigkeit. Das war das hier. Die Ari-Wand, das ist so irgendwie so eine Speerwand oder so. Egal. Dann laufen die aber auch langsam, deswegen lasse ich das jetzt mal hier. Erstmal. So, General noch dahinter. Dann kann es eigentlich auch losgehen. Gucken, was die Gegner machen. Die kommen jetzt hier natürlich erstmal losgerannt. Dann können wir das ja auch erstmal machen. So, gruppieren. Dann stellen wir uns jetzt mal hier. Das ist eigentlich zu weit schon. Das ist hier so auch. So, und zwar schnell, bevor die hier. Die bleiben hier anscheinend stehen. Also der General natürlich. Die hier. Wer ist er denn, der General? Wer ist es denn? Durchsichtiger General. Durchsichtiges Pferd. Einfach geil. So, da kommen jetzt auch schon seine Freunde hier. Aber wir sind schneller. Hoffentlich. So, ja, so ungefähr. So. Wer können die denn schießen? Ich glaube nicht, dass die jetzt hier noch in unseren Umkreis reinlaufen werden. Ja, nee, sind sie stehen geblieben. Dann nehmen wir mal wieder unsere Gruppe hier und drücken mit allen noch ein bisschen vor. So, damit wir auch Schussreichweite sind. Der General stürmt hier ganz schön durch. Also wenn mir irgendjemand erklären kann, was diese Luftsäcke hier auf dem Rücken sollen, das wäre sehr hilfreich. Ich frage mich echt, was das soll. Das sieht ziemlich dumm aus. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Wenn mir das irgendjemand erklären könnte, bitte in die Kommentare damit. Wow. Also, die bringt's nicht so. Selbst auf die kurze Distanz bringen die es nicht so wirklich. Ja, dann müssen wir die erstmal ein bisschen machen. Nee, lieber nicht. Ich habe jetzt hier schon so viel verloren. Das lasse ich jetzt mal lieber. Dann machen wir mal einen kurzen Angriff mit denen hier auf die hier. Und weil ich schon glaube, dass die Pferde gleich kommen werden, können wir uns ja hier hinstellen und dann erstmal eine Speermauer mit dem aufmachen. Den General hole ich dann dahinter. So. Versteckte Einheiten, mein Lord, die uns heimtückisch aus dem Hinterhalt angreifen sollen. Das hat gesessen. So, da die jetzt Gegner jetzt aber angreifen, ziehen wir uns mal schnell hinter die Schwermauer zurück. In die jetzt die Gegner hier voll reinrennen werden.
so. So, die sollten jetzt auch gleich hier wanken mit ihrem Moral. Was haben wir hier oben noch? Darius. Aha. Guck ich mal was mit dem General hier aus. Wir sollten jetzt auch gucken. Und damit mit dem Reis. Das ist gut. So, das sollte es jetzt gleich mit denen gewesen sein. Da die jetzt hier von, da jetzt hier so halb umzingelt sind. Dem General geht's auch nicht mehr so gut. Jetzt helfe ich hier mal mit Lupin. Die beiden können jetzt hier die angreifen, die eh schon wanken. Und jetzt mit den Speeren hier, dann war's das auch. Vor allem, weil mein General hier gerade ein Problem hat. Es ist gut, mir ein bisschen zu helfen. Ja, die kriegen jetzt hier richtig, richtig Probleme. Oh Mann, oh Mann, okay, das war jetzt hart. Aber jetzt können wir hier gleich noch ein bisschen mithelfen. Und damit haben wir die erste erste Schlacht auch schon gewonnen. Gegen, naja, Rebellen ist jetzt nicht so krass. Und ja, dann beenden wir das Gefecht mal. Und damit hätten wir auch schon die erste Aufgabe, glaube ich, erledigt, wenn die jetzt vernichtet wurden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, mal gucken. Ja. Also, der Plan habe ich ja letztes Mal, glaube ich, schon erklärt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so. Montags immer Rise of the Samurai, mittwochs wie heute die normale Kampagne und übermorgen kriegt er dann die erste Folge von Fall of the Samurai. Der Fall of the Samurai Kampagne natürlich. Und ja, ja, sie wurden komplett vernichtet. So. Oh. So, und damit hätten wir auch schon die erste Aufgabe erfolgreich bewältigt. Und werden diese Armee jetzt erstmal in die Hauptstadt zurückziehen, vor allem der General, da der General jetzt auch gestorben ist gerade. Nicht gut. Jetzt erstmal ein bisschen auf Geld konzentrieren. Wow, wir haben hier einen General, das ist unser Anführer. Den können wir gleich mal an die Armee ziehen. Aber wir werden jetzt hier erstmal zwei Samurai und dann davon noch einen davon. So. Und da wir jetzt, glaube ich, noch nichts mehr machen können, können wir die Runde auch erstmal beenden. Lernt die folgende Kunst beherrschen, die Kunst des Schwertes. Okay. Kunst des Chi, Zen, was? Hier ist die Kunst des Schwertes, das erforschen wir mal lieber. Das hier, so. Das Bushido. Bushido, okay. Dann erforschen wir mal Bushido. Ja, das ist ein genialer Name. Okay. Okay, also ich rüste es hier noch ein bisschen auf. Wir haben nämlich doch noch ein bisschen Kohle. Tja, so ich habe ja gerade die Runde. Bin ich dumm. Okay. Also, ein Rüstungsschmied plus zwei Rüstungen. Oder Nahkampf. Waffenschmied oder Rüstungsschmied? Ich mach mal ja, Waffenschmied. So, und dann ziehen wir die Armee jetzt hier nochmal in die Stadt. Die sollten jetzt auch bald fertig sein. Und dann werde ich mich mal um diese hier kümmern, was ja auch der Mann am Anfang da gesagt hat, dass wir die hier, die Mogami, besiegen sollen und Ugo einnehmen sollen. Ja, das werden wir dann mal tun. So, dann beende ich jetzt die Runde mal. Dann sind gleich die ersten Einheiten hier noch fertig. Wir
Diese ausgezeichneten Schwertkämpfer mit hervorragendem Kampfgeist sind Körper und Seele einer jeden Armee. Aha. Okay. Wir haben jetzt hier gerade die Körper und Seele unserer Armee rekrutiert. Ja, super. Und jetzt müssen wir... Ja, jetzt haben wir wieder einen Auftrag hier. Nehmt eine Provinz des folgenden Clans ein, Mogami. Ja, machen wir doch. Da wir das hier sowieso vorhaben. Unsere Armee ist schon ganz okay, aber ich rekrutiere nochmal ein paar Bogenschützen. Und dann warten wir mal ab, bis die fertig sind. Und dann werden wir da auch gleich mal angreifen. Wir noch ein bisschen Action lernen. Diese Truppen sind ideal, um den Feind vor Beitritt der Schlacht zu dezimieren. Sollten jedoch auf Entfernung gehalten werden, da sie im Nahkampf schwere Verluste erleiden. Okay, da wäre ich jetzt von alleine nie drauf gekommen. Yari dass Bogenschützen im Nahkampf bieten hervorragende Abwehr gegen feindliche Kavallerieangriffe. Ihre enge Formation macht sie jedoch verwundbar durch Artillerie und geübte Infanterieeinheiten. Naja, Artillerie gibt es jetzt sowieso noch nicht, also ist das erstmal egal. So, wir haben jetzt hier Bushido erlernt. Und jetzt machen wir Strategie des Angriffs. Sehr schön. So, unsere Armee ist jetzt schon echt groß. Ich warte noch die zwei Runden ab. Und währenddessen bessere ich ein bisschen auf. So. Gibt jetzt dann nicht viel so viel zu tun erstmal. Geld. Ja, dann bessern wir einfach mal unsere ganze Stadt auf. Und dann nochmal warten eine Runde, dann müssen die Truppen fertig und greifen wir die Stadt ein. Es wird lange dauern, dahin zu laufen, weil wir müssen hier unten ganz rumlaufen. Das wird lange. So. Ja, wollen wir einen General anwerben? Kann nicht schaden, weil wir wollen ja nicht unseren Anführer gleich da in die Schlacht stürzen lassen. So, jetzt haben wir unseren General und die ganze Armee. Die lassen wir jetzt hier mal zu der Stadt laufen. So, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, ein paar Runden. Wir haben jetzt natürlich auch kein Geld mehr, da wir den General geholt haben. Aber, ja, den Hafen muss ich mal aufbessern. Mache ich dann gleich mal, wenn wir Schiffe holen können. Aber erstmal die Runde beenden, weil wir eh kein Geld haben. Was ich ganz vergessen habe, wir können nochmal bei diplomatischen Beziehungen kurz gucken. Wie es so mit den Nachbarclans aussieht, weiß ich jetzt gar nicht so. So, das haben wir jetzt auch fertig. Sehr gut. Was können wir jetzt hier Neues machen? Können wir irgendwas Neues rekrutieren? Erstmal nicht. Okay. Dann bessere ich jetzt mal den Hafen auf und dann gucken wir mal bei Diplomatie. So, wir haben halt einen sind wir im Krieg und mit einem haben wir ein Handelsbündnis. Aber er meint, der Mann meinte er vorhin, dass wir wahrscheinlich mit denen auch noch einen Krieg anfangen werden. Deswegen mache ich jetzt mal keinen Biss mit denen erstmal. Sondern lass erstmal die Armee weiterlatschen. Das dauert ja eh noch lang genug. Und, was ist denn hier los? Toll, wir haben eine Hafenblockade. Das ist ja ganz toll. Egal, dann nehmen wir erstmal jetzt mal ihre Stadt hier. Klasse Winter, wir kriegen jetzt erstmal schön Verschleiß hier. Naja, was heißt schön? Das ist natürlich nicht schön. Die Armee umgehen wir jetzt erstmal. So, dann mache ich noch eine Runde weiter. Ich will die Armee jetzt erstmal angucken lassen. So. Und da die Zeit jetzt auch schon fast rum ist und ich es natürlich spannend halten will, werden wir diesen Angriff jetzt nicht machen. Oh, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Sondern hier noch kurz was ausbauen, ja, das ist gut. Und das wird dann der Einstieg in die nächste Folge werden. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das hier zuzuschauen.
Und ich hoffe, ihr guckt euch auch die nächsten Folgen an. Und dann dank diesem unglaublichen Cliffhanger hier müsst ihr das einfach machen. Also das ist jetzt sehr episch. Und ja, dann tschüss und ich hoffe, wir sehen uns.